Diese Lerneinheit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Mehrwert von E-Learning für Lehr-Lernzwecke. In der Öffentlichkeit hören wir sehr unterschiedliche Einschätzungen. Dort finden wir sehr euphorische Bewertungen, dass mit dem Lernen mit Computern und Internet irgendwie alles besser wäre. Andere haben große Sorgen und Befürchtungen. Ich möchte deswegen folgende Lehrziele in dieser Einheit aufgreifen. Ich möchte, dass Sie die verbreiteten Aussagen über die Effekte digitaler Medien auf das Lernen kennen und auch grundsätzlich verstehen, wie man in experimentellen Versuchsdesigns vorgeht, um solche Effekte untersuchen zu können. Dabei werden wir insbesondere auch eingehen auf die Problematik solcher Studien und insbesondere eben auch auf die Schwierigkeit zu definieren, was eigentlich Lernerfolg ist und was Lernerfolg auch gerade aus pädagogischer Sicht sein kann. Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz wird wichtig sein. Und schließlich und endlich wird ein Ziel sein, dass Sie eben auch vorliegende Argumente in einem Text argumentativ in diesen Zusammenhang einordnen können. Ja, so muss E-Learning sein. Entspannt auf der Parkbank, die Sonne im Rücken. Und, wie wir lesen können, eine Maßnahme, mit der wir 60% der Fortbildungskosten reduzieren können, ideal. Und so überraschen auch nicht diese Ergebnisse aus einer Studie, zwar schon aus dem Jahr 2002, aber sicherlich nicht untypisch, nämlich, dass die häufigste Erwartung ist, dass wir mit E-Learning eben eine Kostensenkung erzielen können. Sie sehen, das unwichtigste Argument ist die höhere Qualität. Unwichtig hiernach in dieser Befragung auch Themen wie Motivation, höherer Lernerfolg, Flexibilität. Die Kostensenkung ist für die Wirtschaft natürlich eine ganz wichtige Frage. Dabei schwankt die Einschätzung des Themas E-Learning in der Wirtschaft auch sehr stark. Zum einen können wir hier ganz typische Verläufe feststellen. Wir haben hier eben einen sogenannten Hype-Cycle. Wir haben in einer frühen Phase eben einen positiven Hype, eine sehr hohe und oft auch naive Begeisterung für dieses Thema. Irgendwann flaut diese Kurve ab und es geht in die gegenteilige Richtung. Kein Mensch erwartet mehr etwas Positives von einem solchen Technologiethema. Und irgendwann dann eben, irgendwann wird diese Technologie Alltag. Irgendwann merkt man, dass es doch zu einem Thema wird, mit dem man rechnen muss. Und im Grunde genommen wäre meine Einschätzung, dass eben dieser höchste Punkt des positiven Hypes, wo eben halt solche auch eben überwiegend naiven Erwartungen mit dem Thema E-Learning verbunden waren, 2001. Und ich denke, dass eben wir momentan uns eben auf dieser langsamen Kurve, Aufwärtstrend bewegen, wo eben halt die Wirtschaft und andere Einrichtungen, Schulen, Hochschulen merken, dass dies ein interessantes Thema ist, dass die Technologie soweit stabil ist, entwickelt ist und dass wir nun eben halt uns langsam, aber stetig eben halt in der Durchdringung von Einrichtungen und des Alltags auch mit E-Learning befinden. Gerade von pädagogischer Seite aus gibt es aber auch durchaus sehr starke Kritik an dem Thema Computer im Unterricht, Computer für Lehr-Lernzwecke. Wir sehen hier einen prominenten Kritiker, Hartmut von Hentig, der durchaus auch, denke ich, nachvollziehbare Argumente bringt, warum eben Computer gerade im Kindes- und Jugendalter doch sehr kritisch einzuschätzen sind. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir eben zu einer ausgewogenen Bewertung kommen des Themas und dass es doch sehr wichtig ist, sehr realistisch und sehr kühl auf diese Möglichkeiten von Computern für Lehr-Lernzwecke
zu betrachten und diesem Thema entsprechend auch eben halt sachlich zu nähern. Wir müssen eben sehr genau und analytisch hinschauen, was ist denn letztlich wirklich möglich mit Medien in diesen Lehr-Lern-Kontexten. Diese naive Begeisterung, aber auch die emotionale Ablehnung führt uns, glaube ich, nicht weiter, wenn wir eben über die Potenziale von digitalen Medien in Bildungskontexten sprechen möchten. Wir müssen also genauer untersuchen, was ist denn wirklich dran an der Diskussion über die Chancen, Gefahren, über die Möglichkeiten von Medien in Lehr-Lern-Kontexten. Und nun, da müssen wir uns eben zuwenden der Wirkungsforschung, da müssen wir uns der Lehr-Lern-Forschung zuwenden, die da doch sehr systematisch und analytisch an diese Fragen herangeht. Wir stehen also im Grunde vor der einfachen Frage der empirischen Forschung. Wie kann man die Aussage prüfen, Lernen mit A ist besser als Lernen mit B oder eben Lernen mit A führt zu bestimmten Effekten, die eben mit B nicht erreichbar sind? Also, ja, wir könnten annehmen, A wäre eben halt ein computergestütztes Lernen, B wäre ein Lernen mit einem Buch, ein Video gegen eine Live-Übertragung, Lehrerin versus Internet. Sie sehen, das wäre die Grundsatzproblematik, vor der wir hier stehen. Und wie wir das beispielsweise bei uns eben auch im Labor untersuchen können, also die Effekte bestimmter eben Treatments, bestimmter eben Medien, bestimmter Arrangements auf das Lernen. Wie sieht so ein typisches experimentelles Forschungsdesign aus? Wir haben eben eine Gruppe, die wir untersuchen wollen. Wir müssen dafür einen Vortest, Prätest und können dann danach einen Posttest machen. Wir müssen dies vergleichen mit einer zweiten Gruppe von Lernenden, die eben mit irgendeiner anderen Methode arbeitet und beziehungsweise lernt, oder auch eine Kontrollgruppe, die eben nicht mit dieser Methode lernt. Es gibt da unterschiedliche Forderungen, die einzuhalten sind, um eine solche Vergleichsstudie gewährleisten zu können. Wir müssen die Personen zu den Treatments per Zufall zuordnen. Wir müssen eben auch gegebenenfalls eine Kontrollgruppe vorsehen, in der eben kein entsprechendes Treatment stattfindet. Die Stichproben müssen hinreichend groß sein. Es reicht hier nicht aus, nur vier, fünf Lernende zu vergleichen. Sie sehen auch eben, es muss ein Vortest und ein Nachtest vorliegen. Und diese beiden Tests, ja, müssen auch inhaltlich äquivalent sein. Ich kann nicht vorher etwas anders prüfen als nachher. Und an diese Tests müssen auch gewisse testtheoretische Anforderungen gestellt werden. Reliabilität, Validität, dies sind Begriffe aus der Testtheorie, aus den Forschungsmethoden, die eben benennen, dass eben dass bestimmte Gütekriterien für diese Tests auch tatsächlich gewährleistet sind. Nehmen wir an, unser Vergleich erzielt folgende Ergebnisse. Wir haben Gruppe A getestet, vorher und nachher. Wir haben Gruppe B getestet, vorher und nachher. Und haben in diesen Tests eben folgende Mittelwerte erzielt. Was können wir da nun draus schließen? Zunächst ganz einfach, Gruppe A und B haben Lernfortschritte erzielt. Wir sind beide irgendwie besser geworden. Und Gruppe A hat vorher und nachher einen höheren Wert als Gruppe B. Was sagt das nun? Ist der Lernfortschritt in Gruppe B größer als in A? Dies ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir müssen hier diese Effekte auf Signifikanz zu prüfen. Wir müssen untersuchen, ob diese Effekte nur zufällig sind oder eben tatsächlich statistisch bedeutsam werden. Wir müssen hier ein statistisches Verfahren, etwa der Varianzanalyse, heranziehen, um solche Effekte etwa zufälliger Unterschiede eben ausschließen zu können. Sie merken aber, rein intuitiv aus diesen Zahlen können wir solche Aussagen zunächst einmal nicht schließen. Ich möchte
aber auf drei Probleme eingehen, die bei dieser Art von Effektivitätsstudien, Wirkungsanalysen oder eben Medienvergleichsstudien inkludiert sind. Die erste Frage ist, was meint hier Lernerfolg? Was sind die Punkte, die eben in dieser Tabelle auftauchten? Auf was für ein Ergebnis beziehen die sich? Das zweite Problem, was untersuchen wir? So untersuchen wir Effektivität oder das, was die Praxis eigentlich noch stärker interessiert. Ja, ich habe es ja schon am Anfang erläutert, die Effizienz, also der Bezug zu Kosten. Und die dritte Frage, ist das Lernen mit Medien nicht letztlich ein anderes Lernen? Führt es nicht vielleicht zu ganz anderen Lernergebnissen und ist deswegen der Vergleich schwierig? Das erste Problem ist, was meint Lernerfolg? Ist es der Erfolg in der Lernsituation oder das, was uns natürlich aus pädagogischer Sicht eben mehr interessiert, eben ja, der Erfolg in der Anwendungssituation? Hier können wir Bezug nehmen auf Thorndike, der schon vor langer Zeit diese Frage des Lerntransfers untersucht hat und hierzu eine Theorie entwickelt hat, nämlich die Theorie der identischen Elemente. Diese Theorie geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen sollte Lerntransfer stattfinden, also dass etwas Gelerntes von einer Situation in der anderen Situation auch tatsächlich anwendbar wird. Und die Theorie sagt, der Transfer ist umso wahrscheinlicher, je mehr Elemente der Lern- und Anwendungssituation identisch sind. Dies ist zunächst einmal nicht weiter überraschend, aber daran können wir schon erkennen, dass eben dieser Lerntransfer, also ein spontaner Lerntransfer, gar nicht so wahrscheinlich ist, sondern eben tatsächlich an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Wir sehen hier auch verschiedenartige Formen von Lerntransfer in der rechten Abbildung. Also zum Beispiel eben, dass es von einer Situation auf andere Situationen übertragen wird, in der gleichen Domäne, also im gleichen Fachgebiet sozusagen, der Transfer auf andere Fachdomänen, Sachgebiete oder eben halt auch auf unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus. Das Ergebnis der letzten Jahrzehnte an Forschung ist, dass dieser Transfer doch viel geringer ist, als wir es oft erwarten, was sich auch sozusagen Pädagogen erhoffen. Wir müssen einfach mit der Tatsache rechnen, dass Wissen träge bleibt, also nicht von sich aus anwendbar ist, dass vielfach Wissen eben etwas ist, was ja zwar erinnert werden kann, wiedergegeben werden kann, die Hoffnung, dass sich Wissen aber eben als anwendbar erweist, dies ist doch oftmals nicht gegeben. Ich will Ihnen das an einem ganz einfachen Beispiel erläutern. Wir haben hier eben eine typische Aufgabe, wie sie in den PISA-Studien für die Schule vorgelegt werden. In diesem Beispiel eben muss ein Schüler eine Formel, die er gelernt hat, hier nun auf ein Problem der realen Welt anwenden. Und die praktische Erfahrung zeigt, dass Schüler an solcher Art von eben an Transferaufgaben doch oft scheitern. Wir können also die Erfolgskriterien, die in einem solchen Studie, in einer solchen Untersuchung angelegt werden, systematisieren. Zunächst einmal könnten wir sagen, wir untersuchen die Akzeptanz eines Lernangebotes, also ja, wie finden die Lernenden dieses Training? Mögen sie es? Sind sie bereit damit zu lernen? Wie lang lernen sie damit? Das wären Akzeptanzfaktoren. Im zweiten Level interessiert uns, wird das, was dort präsentiert wird, erinnert oder erkannt? Also Recognition heißt eben, die Person kann erkennen, dass das, was dort präsentiert wurde, eben auch das ist, was sie erinnert. Dritte Level wäre, kann die Person den präsentierten Lerninhalt anwenden auf bestimmte Anforderungen? Viertens, kann sie es auch auf neue Anforderungen, also auf andersartige Anforderungen übertragen?
Die fünfte Stufe wäre dann, ja, findet damit auch tatsächlich eine Leistungssteigerung in irgendeiner Form statt? Wird das tatsächlich auch gezeigt, das Verhalten bei irgendwelchen Anforderungen im privaten oder beruflichen Feld? Und letztlich, das, was die Pädagogik ja doch sehr stark interessiert, findet hier eine Kompetenzentwicklung statt, die eben doch weitreichender ist als eben ja, all die Faktoren davor. Wir sehen, im Grunde ist die pädagogische Relevanz dieser Faktoren eben mit diesen einzelnen Levels steigend. In pädagogischer Sicht ist eben die weiter unten stehenden Faktoren natürlich besonders wichtig. Aber wir haben das Problem, dass die Trainingsmaßnahme selbst, der unmittelbare Einfluss der Trainingsmaßnahme, natürlich eben eher abnimmt. Das heißt also, wir stehen vor der paradoxen Situation, dass wenn wir in einer Wirkungsstudie den Effekt des mediengestützten Lernens nachweisen wollen, wir uns natürlich eher an den oben stehenden Faktoren und Erfolgskriterien orientieren. Wenn wir aber die pädagogische Relevanz betrachten, sind eben möglichst die langfristigen Wirkungen von Bedeutung, die sich dann aber wiederum besonders schwierig nachweisen lassen. Kommen wir zum weiteren Problem. Wir haben viele hundert Einzelstudien zum mediengestützten Lernen, die diese Arten von Vergleichen in unterschiedlichen Kontexten durchgeführt haben. Da gibt es eine Dokumentation, in denen solche Einzelbefunde im Internet gelistet werden. Und die Website hat schon den bezeichnenden Namen No Significant Difference Org. Eine wesentliche These hinter dieser Website und dem Autor steht, dass eben wir so viele Einzelbefunde haben, von denen wir insgesamt sagen müssen, wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass mediengestütztes Lernen besser ist als konventionelles Lernen. Wir haben viele Untersuchungen, die keinen Unterschied zeigen. Wir haben auch andere Untersuchungen, die zeigen, dass konventionelles Lernen besser ist. Deswegen gibt es eine starke Gruppe von Wissenschaftlern, die sagen, eigentlich ist die Frage des Medieneinsatzes irrelevant, um die Frage der Effektivität des mediengestützten Lernens zu bewerten. Wir müssen davon ausgehen, dass hier im Grunde genommen im Ganzen betrachtet eigentlich kein signifikanter Unterschied besteht. Wenn Sie hier eine neuere Untersuchung sehen möchten, eine neuere Übersicht, kann ich Ihnen die Dissertation von Frau Preußler ans Herz legen, die an der Fernuni Hagen ihre Dissertation geschrieben hat. Und dort können Sie eben eine Übersicht über aktuelle Studien dazu sehen. Und Frau Preußler entwickelt darin eben auch eine sehr kritische Position zu der Frage, ob es überhaupt Sinn macht, diese Arten von einfachen Vergleichsstudien durchzuführen. Es gibt noch eine andere Vorgehensweise, um mit dieser Vielzahl an Einzelstudien umzugehen. Hier gibt es das Verfahren der Meta-Analyse, also das ist selbst ein statistisches Verfahren der Aggregation von Einzelstudien. Bekannt geworden sind hier die Studien von dem Ehepaar Kulik. Und die letzte große Meta-Analyse haben die beiden 1991 vorgelegt, in denen sie eben 254 solche kontrollierten Evaluationsstudien zusammengeführt haben. Ja, und dabei zeigen sie schon auf, dass eben in diesen publizierten Studien eben die Leistung der Studierenden, der Lernenden, typischerweise durchaus besser sind als in den Studien, in den Gruppen, in denen eben nicht mit dem Computer gelernt wird. Allerdings gibt es da doch eine Reihe von Einschränkungen, die da zu berücksichtigen sind. Was ich persönlich interessant finde, ist eben, dass seit vielen Jahren und Jahrzehnten wir wirklich einen stabilen Befund haben im Hinblick auf die Lerndauer. Nämlich, dass wir wirklich behaupten können, dass eben im Durchschnitt einer Lerngruppe die Lerndauer beim mediengestützten Lernen signifikant geringer ist als in Gruppen, die nicht mit Medien oder Computern lernen.
Ich finde, das ist schon ein wichtiger Befund, auch wenn wir im Hinblick, wenn wir die Frage weiter diskutieren wollen, ob das Lernen mit dem Computer effizienter ist. Denn eine geringere Lerndauer wirkt sich ja nicht unbedingt auf die Effektivität, aber letztlich auf die Effizienz einer Maßnahme günstiger aus. Wir können damit die vorliegenden Ergebnisse zunächst einmal ganz knapp zusammenfassen. Kann mit dem computergestützten Lernen eine Motivationssteigerung erwartet werden? Antwort: Die Vorteile davon sind eigentlich von relativ kurzer Dauer. Wir müssen mit einem sogenannten Neuigkeitseffekt rechnen. Am Anfang macht das Lernen natürlich einfach Spaß. Es ist was Neues. Man probiert es aus. Die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen sind irgendwie begeistert, fasziniert von der Technik. Dieser Effekt auf das Lernen ist allerdings relativ gering. Die Anwendung selbst, das Thema, die Aufbereitung selbst muss überzeugen. Kann mit einem höheren Lernerfolg gerechnet werden beim Lernen mit den Computern? Die Antwort darauf: Eigentlich ist die Frage des Lernerfolgs eher unabhängig von der eingesetzten Medientechnik. Bedenken Sie, die Meta-Analysen von Kulik zeigen durchaus gewisse Vorteile im Durchschnitt, aber es gibt doch auch sehr kritische Stimmen, sodass es nicht vollständig überzeugend ist zu sagen, dass eben mit bestimmten Medientechniken auch bestimmte Vorteile im Hinblick auf die Steigerung eines Lernerfolges erzielt werden kann. Eindeutiger, finde ich, ist zu beantworten die Frage der Lernzeit. Hier scheint mir doch eine relativ zuverlässige Befundlage vorzuliegen, nämlich dass mit mediengestützten Formen eben eine Reduktion der Lernzeit in Gruppen erreicht werden kann. Und das überrascht ja auch nicht, weil eben das Lerntempo insbesondere ja doch die Person einzeln steuern kann und dadurch eben die Geschwindigkeit, eben mit der ich lerne, doch sehr gut beeinflusst werden kann. Letzter Punkt, die Kostensenkung. Hier würde ich sagen, die Antwort kann lauten: Ja, Kostensenkung durch Einsatz mediengestützten Lernens ist möglich. Allerdings eben interessanterweise doch selten publiziert, selten dokumentiert und nachgewiesen. Unternehmen zeigen aber eben durchaus, dass sie eben mit E-Learning Kosten senken können. Sonst würden sie dies auch, denke ich, perspektivisch nicht tun. Und dies ist, denke ich, auch durchaus ein wichtiger Grund, warum E-Learning eben in einer Mixtur, in einem Arrangement mit anderen Elementen Einsatz findet. Wichtig dabei ist immer zu bedenken, dass eine einfache Kostensenkung natürlich erreicht werden kann. Wichtig für die Frage der Effizienz ist eben, bleibt die Qualität gleich? Also kann ich auch eben tatsächlich mit geringeren Kosteneinsatz auch die gleiche didaktische Qualität sicherstellen? Ein Schlagwort lautet eben die Abbruchquote, die Dropout-Rate. Wenn die sich nun bei dem billigeren Arrangement erhöht, habe ich im Grunde genommen nicht viel gewonnen. Ich denke, wichtig ist, dass wir sehen können, mit mediengestützten Lernen ist eine höhere Flexibilität des Lernens möglich. Wir können Zielgruppen anders ansprechen, wir können neue Zielgruppen gewinnen und wir können auch auf die Bedürfnisse von Menschen besser eingehen, nämlich eben an anderen Lernorten zu lernen, sich das Lernen besser einzuteilen, besser in die beruflichen und privaten Abläufe einzugliedern. Wir können mit mediengestützten Lernen den Lernprozess selbst intensivieren. Also zum Beispiel eben durch Multimedia, Audio, Video eine höhere Anschaulichkeit herstellen. Und was sicherlich ganz wichtig ist, wir können durch Übungsprogramme eben auch, ja, wiederholtes Üben, Trainieren mit solchen Programmen forcieren. Etwas, was ja im konventionellen Unterricht besonders schwer fällt. Und ein dritter Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, mediengestütztes Lernen unterstützt bestimmte Methoden,
Wir können damit bestimmte, ja, Arten der didaktischen Aufbereitung von Unterrichtsmaterialien besonders unterstützen. Das wären hier Schlagworte wie eben Selbststeuerung, die Kooperation, die Zusammenarbeit in Gruppen, das Arbeiten mit Fällen, mit Projekten. Das alles sind Aspekte, die eben den Lerntransfer auch unterstützen. Und insofern sehen wir, das sind drei Aspekte, die eben zeigen, dass das mediengestützte Lernen ein anderes Lernen unterstützt. Also in der Summe könnte man sagen, es ist nicht unbedingt ein besseres Lernen, aber wir können eben mit dem mediengestützten Lernen bestimmte Potenziale aufzeigen, die es natürlich einzulösen gilt, wo wir dann auch systematisch vorgehen müssen bei der Konzeption, der Entwicklung und Einführung. Die kommen nicht durch die Technik selbst zustande, sondern die müssen wir in der Konzeption eben entsprechend anlegen. Also nochmal, ich glaube, es wäre unangemessen zu behaupten, durch die Einführung von Medien wird das Lernen besser. Es kann besser werden, aber ein viel wichtigerer Aspekt erscheint mir eben, dass das mediengestützte Lernen eben ein anderes Lernen besonders unterstützt. Hier drei Punkte genannt: höhere Flexibilität, Intensivierung des Lernens und die, ja, Unterstützung bestimmter, ich würde durchaus sagen, innovativer, transferorientierter Methoden. Aber nochmal, es geht hier um Potenziale, die nicht mit den Medien selbst verbunden sind, sondern die erst zustande kommen, wenn wir eben eine angemessene Konzeption finden, wenn wir das richtig dann umsetzen in der Entwicklung und auch die richtige Einführungsstrategie dafür finden. Schauen wir uns zwei Treatments, zwei Gruppen, einen solchen Vergleich von zwei Gruppen noch mal genauer an. Wir haben in einem Posttest bestimmte Kriterien benannt, Erfolgskriterien, an denen wir feststellen wollen, was das Ergebnis der Bearbeitung einer bestimmten Lerneinheit sein mag. Stellen wir zum Beispiel fest, dass die Gruppe A eine bessere Behaltensleistung hat als die Gruppe B. Wenn dies das Kriterium ist und war, dann schneidet Gruppe A besser ab. Hätten wir das Kriterium Problemlösefertigkeit benannt, dann hätte es sein können, dass die Gruppe B besser abschneidet. Und schließlich hätte es aber sein können, dass die Gruppe A eine bessere Behaltensleistung hat, aber eine höhere Abbruchquote hat. Wie wäre das dann zu bewerten? Sie sehen, es hängt sehr stark davon ab, welches Kriterium wir wählen, um eine Maßnahme A oder B zu bewerten. Und in der Praxis ist es so, dass eben die Effizienz ein ganz wichtiges Kriterium ist, nämlich das bezieht sich auf das Verhältnis von Ergebnis und Kosten. Und ich will Ihnen die Problematik einmal ganz kurz skizzieren, um die es hier geht. Nehmen wir an, wir haben zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme kostet insgesamt 100.000 Euro und erzielt ein Ergebnis von 83 von 100 Punkten, was auch immer diese 83 von 100 Punkten aussagen mögen. Die Maßnahme B erzielt 91 Punkte und damit können wir davon ausgehen, zu sagen, diese Maßnahme ist effizienter, weil ein besseres Lernergebnis erzielt wurde. Im zweiten Fall konnte die Maßnahme B dadurch die Effizienz steigern, dass sie einfach billiger durchzuführen ist. Hier ist auch die Aussage ganz klar, die Maßnahme B hat zu einer Steigerung der Effizienz geführt, nämlich dadurch, dass wir bei gleich bei bleibenden Lernergebnis eben billiger sind. Es gibt aber eben genau auch die Situation, dass eine Maßnahme B teurer ist und bessere Ergebnisse erzielt. Und dann stellt sich die schwierige Frage, ist eben der zusätzliche Aufwand gerechtfertigt? Also dies könnte eine Situation sein, die beim mediengestützten Lernen zum Tragen kommen kann, nämlich dass wir zusätzliche Mittel investieren und vielleicht auch ein besseres Lernergebnis erzielen,
dass aber die Frage bestehen bleibt, ist dieser zusätzliche Aufwand gerechtfertigt? Wir haben nun ganz verschiedenartige Wirkungen von Medien in Lern- und Bildungsprozessen diskutiert und ich möchte hier in dieser Grafik einmal so eine Übersicht Ihnen vorstellen von den Pfaden, von den Wirkungshypothesen, die in der Forschung in den letzten Jahren diskutiert wurden. Es ist nicht gesagt, dass diese Hypothesen und diese Wirkungspfade alle in der Forschung bestätigt sind, sondern ich möchte Ihnen mit dieser Grafik nur einmal zeigen, welche Pfade postuliert sind. Und Sie haben ja schon gehört, dass eben einige von diesen Pfaden doch recht problematisch zu bewerten sind. Aber ich denke, in der Gesamtheit könnte man sich hier nochmal klar machen, um was es eigentlich bei dieser Medienwirkungsforschung in der Mediendidaktik eigentlich geht. Oben links könnten wir den ersten Aspekt uns ansehen, nämlich die Frage des Medieneinsatzes auf die Lernmotivation. Hier ist die Hypothese eben, dass das Lernen mit Medien ja mehr Spaß am Lernen induziert. Dies kann sich einerseits auf die Technik selbst beziehen, das heißt also Lernen mit neuen Medien, mit Technik macht vielleicht Menschen mehr Spaß als konventionelle Formen. Sie möchten etwas ausprobieren, sie können etwas auch an Medienkompetenz erwerben. Die Hoffnung ist aber natürlich auch, dass eben zusätzliches Interesse geweckt wird am Lerninhalt selbst. Ich erwähnte schon, hier müssen wir eben mit einem gewissen Neuigkeitseffekt rechnen. Am Anfang kann diese zusätzliche Motivation genutzt werden. Wenn wir es aber mit längeren, auch lehrgangartigen Strukturen zu tun haben, ist es schwierig, nur auf den Spaß als ja eben Motivator zu setzen. Dieser Effekt ist in der Regel für die didaktische Betrachtung nicht langfristig relevant. Die Steigerung der Lernmotivation kann mit einem intensiveren Lernverhalten einhergehen. Das wissen wir durchaus, dass ein solcher Zusammenhang besteht. Und ein intensiveres Lernverhalten führt eben durchaus auch dann zu besseren Lernergebnissen. In der Mitte sehen wir den Pfad Einfluss des Medieneinsatzes auf die Lerndauer. Hier hatte ich ja schon darauf hingewiesen, wir können tatsächlich von einer im Durchschnitt verkürzten Lerndauer beim Medieneinsatz ausgehen und das scheint mir auch recht plausibel zu sein, weil eben die individuelle Lerngeschwindigkeit doch ein wichtiges Argument ist des Medieneinsatzes, das eben halt, wenn man Gruppen betrachtet, dann tatsächlich im Durchschnitt zu einer Verkürzung der Lerndauer kommen kann. Wenn wir das ein bessere Lernergebnis auf der einen Seite und die verkürzte Lerndauer auf der anderen Seite sehen, dann ist hier eben schon der Pfeil begründet, dass hier eine Effizienzsteigerung denkbar ist. Der dritte Pfeil von oben bezieht sich auf andere didaktische Methoden. Ich erwähnte es, der Medieneinsatz unterstützt bestimmte Arten von didaktischer Aufbereitung, also Varianten, bei denen es stärker um Problemorientierung, Handlungsorientierung geht, wo mit Fällen gearbeitet wird, wo die Anschaulichkeit erhöht werden kann. Ein zweiter wichtiger Punkt ist eben, dass wir die Angebote flexibler organisieren können. Wir können die Menschen ja mit zeitlich und räumlich flexibleren Angeboten adressieren. Das heißt, sie können eben tatsächlich an anderen Orten lernen, sie können sich das Lernen besser einteilen und so auch besser in ihren Alltag und in ihre berufliche Tätigkeit integrieren. Und dies ist letztlich auch ein Argument, das eben eine Effizienzsteigerung mit sich bringen kann. Und schließlich der letzte Aspekt, den wir hier nicht so intensiv diskutieren werden, das ist die Frage, ja, welchen Einfluss haben Medien auch auf die Lehrinhalte selbst? Also wir ahnen, dass ja mit dem mediengestützten Lernen eigentlich auch eine stärkere Visualisierung einhergeht. Und hier ist natürlich die Frage, ja, hat das irgendwie einen Einfluss auf die Inhalte selbst? Und hat das letztlich auch Implikationen dafür, was für uns Bildung bedeutet, wie sich Bildungsinhalte verändern, wie sich unser Kulturverständnis ändert? Also das wäre eine sehr weitreichende Implikation,
des mediengestützten Lernens, die wir hier jetzt in der Mediendidaktik nicht so intensiv diskutieren werden. Kommen wir zu einer ersten Zusammenfassung. Die Beschäftigung mit E-Learning geschieht oft in immer wiederkehrenden Zyklen von Euphorie und Ernüchterung. Auf eine große Begeisterung folgt die Phase einer Ernüchterung und dann, wenn sich die Technologie als grundsätzlich tauglich erwiesen hat, kann eine langsame, aber stetige Durchdringung einer solchen Technologie im Alltag stattfinden. Ich denke, das ist das, was wir momentan mit E-Learning erleben. Es liegen viele Einzelstudien vor zum Thema mediengestütztes Lernen, eben auch im Vergleich zu anderen, zu denen Meta-Analysen durchgeführt wurden, die diese Einzelstudien aggregiert haben. Die Effektivitätsstudien sind in unterschiedlicher Hinsicht vielfach als problematisch zu bewerten. Zum einen haben die Lernergebnisse doch eine sehr unterschiedliche Reichweite. Das Lernen mit Medien ist nicht unbedingt besser, es ist vor allem anders. Und die Praxis interessiert insbesondere die Effizienz, weniger die Effektivität als solches, die in diesen Vergleichsstudien in der Regel aufgegriffen wird. Und schließlich, das mediengestützte Lernen beinhaltet Potenziale, also nicht einfache Wirkungen auf Lernen und Bildung, sondern Potenziale, Chancen, und die gilt es umzusetzen. Hier geht es darum, didaktische Konzepte zu entwickeln.